Die Deutsche Ringerliga wird Ihnen präsentiert von der Werner Koch Maschinentechnik GmbH und der Meyer Group Versicherungsmakler GmbH. Große Show, großes Spektakel, große Spannung und auch ein bisschen Drama. An diesem Abend war in Weingarten alles dabei und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Format hier bei Sport1, zu den Highlights der Deutschen Ringerliga. Wir blicken zum Auftakt auf einen echten Leckerbissen, nämlich die Neuauflage des vergangenen Finals zwischen Germania Weingarten und dem KSV Ispringen. Nordbaden-Derby, also in der Mineralix Arena. Die Ausgangslage klar, Weingarten, der amtierende deutsche Mannschaftsmeister unter Zugzwang, er brauchte an diesem Abend einen Sieg, um weiterhin realistische Chancen auf einen erneuten Einzug ins Finale zu haben. Und die Stimmung natürlich vor so einem Derby besonders angespannt, besonders aufgeheizt. Wir brauchen nicht mehr taktieren, wir müssen nicht mit einer knappen Niederlage rechnen oder Kosmetik betreiben, wir müssen heute hier gewinnen. Sonst sind wir raus und das ist die Zielstellung. Keine Taktik, jeder Punkt zählt und Atmosphäre ist immer so. Und im Nordbaden-Derby vielleicht noch ein Müh mehr, aber ansonsten eigentlich wie immer. Ja, die Vorfreude ist groß, aber auch die Anspannung. Und genau, es ist ein Derby, aber es ist auch noch das letztjährige Finale, nämlich Vizemeister gegen Deutschen Meister. Und das ist natürlich Topsport. Und das letztjährige Finale habt ihr verloren, den Hinkampf auch. Weingarten sowas wie der Angstgegner? Also ich sage jetzt mal so, die Weingärtner liegen uns nicht. Wir haben auch eine tolle Mannschaft und auch ein tolles Fanpublikum. Es wird sehr schwer zu gewinnen, aber wir haben versucht, eine gute Mannschaft zu stellen, uns gut fit zu machen und jetzt schauen wir einfach mal. Und wie üblich beginnt so ein Kampfabend natürlich mit dem Wiegen. 45 Minuten bevor es auf die Matte geht, müssen die Sportler erst einmal über die Waage. Und für viele ist das dann eine richtige Punktlandung. Die haben da teilweise eine tagelange Tortur hinter sich, um auf das nötige Gewicht zu kommen. Alejandro Valdez von Weingarten und Israel Kasumov haben wir jetzt hier gesehen auf der Waage. Dann geht es nochmal in die letzten taktischen Feinheiten, in die Besprechung. Weingartens Trainer Frank Heinzelbecker rechnet noch einmal durch, wie müssen wir heute wo punkten, um im Rennen ums Finale dabei zu bleiben. Ein letztes Einschwören dann noch auf der Matte, bevor es losgeht im Nordbaden-Derby zwischen Weingarten und Ispringen. So spektakulär dieser Sport aussieht, so gefährlich ist er mitunter auch. Das haben die Weingartner Zuschauer gleich im ersten Duell des Abends erfahren müssen. Vuga Ragimov im schwarzen Trikot gegen Roman Amoyan im blauen Trikot stürzt unglücklich auf den Kopf und verliert tatsächlich kurzzeitig das Bewusstsein. Starke Reaktion natürlich auch vom Gastringer Amoyan, der sofort erkennt, hier stimmt irgendwas nicht. Der Weingartner musste minutenlang auf der Matte behandelt werden, glücklicherweise konnte er am Schluss wieder aufstehen und eigenständig die Halle verlassen. Gute Besserung an dieser Stelle, aber natürlich ein Schocker zum Auftakt. Die ersten 4 Punkte für Ispringen und das mussten die Weingartener erst einmal aus den Kleidern schütteln. Und damit springen wir direkt von der kleinsten in die größte Gewichtsklasse. 59 Kilogramm griechisch-römisch haben wir gerade eben gesehen. Jetzt sehen wir 130 Kilo Freistil für Weingarten. Shamil Musayev, der amtierende Juniorenweltmeister im schwarzen Trikot. Und für die Gäste aus Ispringen in Blau, Georgi Ketoev, der dritte der Seniorenweltmeisterschaft in diesem Jahr. Und Ketoev, der sich im Hinkampf in einer desolaten konditionellen Verfassung präsentiert hatte, der lief an diesem Abend wieder zu etwas besserer Form auf. Letztlich war er den technischen Raffinessen von Musayev dann aber doch unterlegen. Zunächst gleich der Weingartner hier zum 2:2 aus, indem er sich befreit und in die sogenannte Oberlage kommt. Das gibt einen Zähler. Danach setzt er noch mal kurz an zu einem Durchdreher, der ihm zwar nicht gelingen mag, aber auch im Endspurt dieses Kampfes, auf den letzten Metern sozusagen, Musayev, der Fittere, mit einem Beinangriff gegen Ketoev und letztlich dann auch dem verdienten 3:2-Sieg für Weingarten. Der bringt genau einen Mannschaftszähler, die Gastgeber also wieder im Rennen. Und dann war die Bühne bereitet für den Publikumsliebling in Weingarten, für den kubanischen Freistilspezialisten Alejandro Valdez. Er ringt seine zweite Saison bei den Gastgebern
und konnte bislang alle 20 Kämpfe im Germania-Trikot gewinnen. Er ist ein Zauberer auf der Matte, technisch unglaublich raffiniert, flink und bislang all seinen Gegnern hier in Deutschland klar überlegen. So auch an diesem Abend Maxim Sakultan, dem Jungen, dem 21 Jahre alten Moldawier. Wir sind jetzt übrigens wieder im freien Stil, heißt, die Ringer dürfen den Gegner an der gesamten Körperfläche attackieren, im griechisch-römischen Stil, den wir zu Beginn gesehen haben. Da sind nur Angriffe oberhalb der Gürtellinie erlaubt. Hier, wie gesagt, also Angriffe auf die komplette Körperfläche und die nutzt Alejandro Valdés immer wieder auch in vollen Zügen aus. Nach 55 Sekunden führt er bereits mit 8:0 und steuert klar auf seinen 21. Sieg im 21. Kampf für Weingarten zu. Die Stimmung bei seinen Kämpfen immer ganz besonders gut in der Mineralix Arena. Und der Auftrag an Valdés an diesem Abend, der war klar. Er sollte die Weingartener möglichst mit der Maximalausbeute, nämlich mit 4 Mannschaftszählern hier in Führung bringen. Die Experten unter Ihnen, die sehen es mir nach, dass ich kurz erkläre, wie es zu dieser Punktevergabe kommt. Für einen Sieg mit 1 bis 2 Punkten Vorsprung erhält ein Ringer einen Mannschaftszähler aufs Konto. Für einen Sieg mit 3 bis 7 Punkten Vorsprung erhält er 2 Mannschaftszähler. Für einen Sieg mit 8 bis 14 Punkten Vorsprung erhält er 3 Mannschaftszähler. Und für einen Sieg ab 15 Punkte aufwärts gibt es sogar 4 Mannschaftszähler. Und das sei an dieser Stelle auch schon verraten. Alejandro Valdés, er erfüllte seinen Auftrag natürlich mal wieder mit Bravour. Er holte diese 4 Mannschaftszähler gegen Maxim Sakultan. Insgesamt besteht so ein Mannschaftskampfabend aus 10 einzelnen Duellen, 5 im freien Stil, 5 im griechisch-römischen Stil. Und in dieser Szene hier machte Alejandro Valdés, Weingartens Überflieger, also seinen nächsten Sieg klar. Germania Weingarten nach 3 von 10 Duellen an diesem Abend mit 5:4 in Führung. Und nach diesem frühen Schock mit der verletzungsbedingten Aufgabe von Vuga Ragimov also wieder rechtzeitig in der Spur. Und damit zu einem Generationenduell in der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm griechisch-römisch bekam es Weingartens Jan Fischer hier in der angeordneten Bodenlage unten mit Etienne Würich vom KSV Ispringen zu tun. Jan Fischer, 31 Jahre alt, er hat mehr als 20 Jahre, also von Kindesbeinen an quasi, in Köllerbach gerungen. Zu dieser Saison dann jetzt der Wechsel nach Weingarten und er bewies an diesem Abend großen Kampfgeist. Nach 0:2 Rückstand fuchste er sich hinein in dieses Duell gegen seinen 10 Jahre jüngeren Konkurrenten aus Ispringen. Ein klasse Durchdreher nach gut 4 Minuten führt zum 2:2. Jan Fischer, der normalerweise in der Defensive seine ganz großen Stärken hat, er drehte an diesem Abend in der zweiten Halbzeit seines Kampfes auch offensiv einigermaßen auf. Hier versucht er es mit einem Ausheber, der zurückgepfiffen wird. Allerdings nicht, weil er ihn falsch ausgeführt hätte, sondern weil sein Gegner Etienne Würich verbotenerweise die Beine eingesetzt hat. Zur Erinnerung, dieser Kampf findet im griechisch-römischen Stil statt. Es sind also nur Angriffe oberhalb der Gürtellinie erlaubt und genauso gilt das für die Verteidigung. Etienne Würich hier also mit einem Regelverstoß, weswegen es die nächsten 2 Zähler für Jan Fischer gibt. Und in der Folge schaffte es der Weingartner dann auch mit all seiner Routine, die er über die Jahre angesammelt hat, dieses Duell ins Ziel zu bringen. 6:2 wird er diesen Kampf gewinnen. Und noch einmal kurz zur Erinnerung, ein einzelner Ringkampf dauert maximal 2x3 Minuten. Es sei denn, man sammelt vorzeitig 15 Punkte Vorsprung oder legt seinen Gegner, wie es hier Jan Fischer in dieser Szene versucht, auf beide Schultern. Das gelingt ihm nicht, aber wäre es ihm gelungen, wäre das ein sogenannter Schultersieg gewesen. Im Prinzip der K.O.-Sieg der Boxer übertragen aufs Ringen. Am Ende ist es für Fischer ein 6:2 Erfolg, 2 Mannschaftszähler für Weingarten, aber der Sieger sehr selbstkritisch. Zurzeit ist ein bisschen der Wurm drin. Ich weiß so nicht genau, woran das hängt. Ich bin am Arbeiten dran, das macht nicht so wirklich zufrieden. Es läuft einfach, es ist nicht so leichtfüßig, wie das schon in anderen Kämpfen diese Saison war. Und damit schon ins letzte Duell vor der Pause, Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm, griechisch-römisch, Dustin Scherf. Für Weingarten im schwarzen Trikot mit den roten Streifen und für
Ispingen, Tonimir Sokol aus Kroatien. Es war ein Duell auf Augenhöhe beim Stand von 7:4 für Germania Weingarten. Aber auch hier gab es ähnlich wie im ersten Duell des Abends eine Schrecksekunde. Eine ganz, ganz böse Szene. Dustin Scherf kugelt sich hier den Zeigefinger aus. Und plötzlich sind nicht nur die taktischen, sondern auch die medizinischen Fähigkeiten von Weingartens Trainer Frank Heinzelbecker gefragt. Er bekam den Finger tatsächlich wieder eingerenkt. Und es konnte weitergehen für Dustin Scherf. Aber das war natürlich nichts für schwache Nerven hier für die Zuschauer in Weingarten. Uwe Steuler, der Mattenleiter, lässt beide Athleten weiterringen. Wir sind schon in der Schlussphase dieses Duells, in dem es immer noch keinen Punkt gegeben hat. Aber jetzt bekommt Weingartens Dustin Scherf den ersten, weil sein Gegner Tonimir Sokol dann im Laufe der Zeit doch etwas zu passiv unterwegs war, zu wenig unternommen hat. Es soll die entscheidende Wertung in diesem Kampf bleiben. Dustin Scherf gewinnt mit 1:0. Auch weil er an diesem Abend das zeigt, was die Weingartener im Laufe dieser Saison, das muss man so sagen, zu oft haben vermissen lassen. Nämlich ganz, ganz großen Kampfgeist und ganz, ganz große Moral. Mit schmerzverzerrtem Gesicht lässt er sich nach seinem Kampf zu Boden sinken. Dustin Scherf. Ja, gedacht habe ich eigentlich nicht viel. Die Schmerzen kommen, denke ich, erst morgen oder heute Abend noch, sobald das Adrenalin weg ist. Gedacht habe ich bloß, ich habe es bloß jedes Mal gemerkt, wenn es rausging. Und das war ein bisschen ekelhaft, aber sonst ging es. Pausenstand also 8:4 für Weingarten. Eine komfortable Führung, oder? Wir haben nicht ganz das erreicht, was wir uns vorgestellt haben. Nicht ganz das so vorgelegt, wie wir es uns zur Halbzeit vorgestellt haben. Aber mal schauen, was die zweite Halbzeit bringt. Vielleicht reicht es ja doch noch. Und von den schönen Damen wieder weiter zu den kräftigen Herren. Hinein in die zweite Halbzeit dieses Nordbaden-Duells und in die Klasse bis 98 Kilogramm Freistil. Wir sehen Magomed Gacinurov im schwarzen Trikot für Weingarten und Juri Belonowski im blauen Trikot für Ispringen. Belonowski, der Russe, klar favorisiert, doch er gerät hier früh in Rückstand und das gefällt seinem Trainer Alexander Leipold natürlich gar nicht. Denn die Ispringer, die brauchten jetzt hier in dieser zweiten Halbzeit jeden einzelnen Zähler, um zurückzufinden ins Derby, um zurückzufinden in die Erfolgsspur. Hier gleicht Belonowski zum 1:1 aus, dann geht es in eine kurze Pause. 30 Sekunden durchatmen für beide Athleten und hinein in die zweite Hälfte dieser Paarung, die wieder gut beginnt für Magomed Gacinurov, den Weingartener, der seinen Gegner hier vom Mattenrand drängt. 2:1 also die Führung für den Mazedonier. Von diesem Moment an aber dann Belonowski endlich seiner Favoritenrolle gerecht. Der Russe konditionell stärker als sein Gegenüber und technisch raffinierter. Ja, Magomed Gacinurov zu den ganz, ganz Großen, da fehlt ihm einfach noch so ein bisschen die Reaktionsschnelligkeit. Er ließ sich oft übertölpeln, wie hier bei diesem Fußfeger. Letztlich war es für Belonowski dann doch der erwartete souveräne Sieg, mit dem er die Ispringer hier zurück ins Rennen holte. Mit 8:2 entscheidet er dieses Duell für sich. Gelungener Auftakt für den KSV Ispringen in die zweite Halbzeit. Und es sollte noch besser kommen für die Gäste, denn ein weiterer Russe, der legte direkt nach. Israel Kasumov, haushoher Favorit gegen Weingartens Georg Hart, startete fulminant mit diesem Beinangriff und dieser Zweierwertung. Israel Kasumov, der in seiner Karriere schon mehrere Medaillen bei Europameisterschaften abgeräumt hat. Auch in diesem Jahr wurde er Dritter bei der EM. Der zeigte hier einige Griffe aus der russischen Freistilschule. Und Georg Hart, der war ihm, das muss man so deutlich sagen an dieser Stelle, letztlich hoffnungslos unterlegen. Georg Hart, der jetzt auch immerhin schon seit 2013 für Germania Weingarten auf die Matte geht, dem viele in jungen Jahren eine große Karriere prophezeit hatten, auch international, der aber immer mal wieder von Verletzungen ausgebremst wurde und der glücklicherweise aber in dieser Liga an den Start gehen kann, denn vielen deutschen Athleten wurde vom Deutschen Ringerbund mit Sanktionen gedroht, sollten sie in dieser neu gegründeten Deutschen Ringerliga in ihrer Premierensaison auf die Matte gehen. Insgesamt sind ja 5 Mannschaften in dieser Deutschen Ringerliga am Start. Neben Weingarten und Ispringen sind das Nendingen, Schifferstadt und Eisleben. Sie haben sich in diesem Jahr vom Deutschen Ringerbund quasi losgelöst, ihre eigene Liga gegründet. Die zentralen Vorwürfe, die sie an den Deutschen Ringerbund formulieren, sind eine zu schlechte Vermarktung und mangelndes Mitspracherecht. Diese Punkte, die wollen sie jetzt in ihre eigene Liga, in der Deutschen Ringerliga,
deutlich besser gestalten aus Ihrer Sicht. Die zwei besten dieser insgesamt fünf Mannschaften in der DRL, die bestreiten am Ende das Finale. Der VfK Schifferstadt ist bereits auf dem besten Wege dorthin. Und der KSV Ispringen jetzt hier in diesem Duell mit Weingarten auch wieder dank Israel Kasumov. Man muss Georg Hart allerdings zugutehalten, dass er sich hier nicht kampflos geschlagen gibt. Er verkürzt kurz vor Schluss noch einmal auf 2:12 und dafür gibt es den verdienten Applaus vom Publikum. So ganz hoffnungslos abschlachten lassen wollte er sich dann doch nicht. Das letzte Wort hatte allerdings dann doch wieder Kasumov. Er gewinnt letztlich mit 14:2 und bringt den KSV Ispringen mit 9:8 in diesem Nordbaden-Duell in Führung. Drei Kämpfe standen zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Programm und der erste davon, das ist der in der Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm griechisch-römisch. Es ist das Duell zweier Routiniers, wobei das Wort Legende trifft eigentlich eher bei Weingartens Adam Jurecko, den Mann im schwarzen Trikot, der hier das erste Mal gedreht wird und sich anschließend fast auf die Schultern legt. Da macht er jetzt natürlich nicht die beste Figur, aber insgesamt kann man vor diesem Mann nur seinen Hut ziehen. 46 Jahre ist er mittlerweile alt, Adam Jurecko, ein echtes Urgestein im deutschen Ringsport. Und noch immer ringt er ganz oben mit bei den ganz Großen, auch hier im Duell mit dem Vize-Weltmeister von 2014, Neven Tsugay. Der erhöht in dieser Szene zwar auf 5:0, aber insgesamt lässt sich Adam Jurecko hier nicht einfach von der Matte fegen. Er hält wunderbar dagegen und das nötigt einem Respekt ab. Ein 46-Jähriger, der in der deutschen Ringerliga, wo sich wirklich die Creme de la Creme des Ringsports begegnet, so mithalten kann. Hut ab, Adam Jurecko, der auch am Ende hier nur mit 0:5 den Kürzeren zieht. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause und dann schauen wir uns auch noch die letzten beiden Duelle dieses Nordbaden-Derbys an. Weingarten liegt 8:11 zurück, braucht aber unbedingt einen Sieg, um den Traum vom Finale am Leben zu halten. Wir sind zurück bei den Highlights der deutschen Ringerliga und mittendrin in der heißen Endphase dieses Nordbaden-Derbys zwischen Weingarten und Ispringen. Wir sehen im schwarzen Trikot mit den roten Streifen einen weiteren Liebling der Germania-Fans, den 36 Jahre alten Johnny Panait. Der Rumäne mittlerweile auch schon seit 10 Jahren in Weingarten unter Vertrag. Er jetzt also in diesem entscheidenden Duell mit Igor Besleaga aus Moldawien. Es soll Panait allerdings nicht gelingen, die Niederlage zu verhindern. Nicht nur die eigene, sondern auch die für Germania Weingarten. Besleaga erhöht mit einem 6:0-Sieg auf insgesamt 13:8 für die Gäste. Und die machen damit den Sieg hier in Weingarten heute klar und einen Riesenschritt in Richtung Finale. Schon vor diesem hier jetzt zu sehenden abschließenden Duell zwischen Magomed Kadimagomedov für Weingarten und Carsten Kopp für Ispringen. Im Hinkampf, da bekam es Kadimagomedov noch mit einem Georgier zu tun, nämlich mit David Schlaschadze. Das war sicherlich einer der spektakulärsten Kämpfe in der gesamten Saison bisher, nicht nur zwischen Weingarten und Ispringen, sondern generell. 10:5 hieß es damals für Kadimagomedov, den amtierenden russischen Meister bei seiner Premiere in der deutschen Ringerliga. Und auch diesmal griff er das eine oder andere Mal so richtig tief in die Trickkiste. Hier mit dem leichten Fußfeger schnappt er sich das Bein von Carsten Kopp. Der wurde 2011 mal Fünfter bei der Juniorenweltmeisterschaft, ist mittlerweile auch schon seit vielen Jahren in der Belletage des deutschen Ringsports unterwegs, aber gegen diesen flinken und technisch einfach brillanten Kadimagomedov, da hatte Kopp an diesem Abend, besonders in der zweiten Halbzeit, eigentlich nichts mehr zu bestellen. Für Weingarten dieser abschließende 12:0-Sieg von Magomed Kadimagomedov, den ich Ihnen an dieser Stelle schon mal vorab verraten darf. Natürlich nur noch Ergebniskosmetik, die Niederlage stand da schon längst fest. Aber für den deutschen Ringsport dieser Abend mal wieder beste Werbung. Weingarten und Ispringen liefern sich ein packendes Duell über die gesamten 10 Duelle, über die gesamten 10 Einzelkämpfe. Das Ringen, es ist eine der ältesten Sportarten der Welt, aber wie spektakulär und auch wie modern es sein kann, das hat dieser Abend mal wieder bewiesen hier zwischen Weingarten und Ispringen. Hängende Köpfe natürlich bei den Gastgebern, strahlende Gesichter dafür bei den Gästen aus Ispringen.
die einen wichtigen Sieg landen mit Blick aufs Finale. Am Ende heißt es hier 13:11 für den Vorjahresfinalisten gegen den Meister. Also die Erleichterung ist riesig natürlich. Ich muss auch sagen, das war bis vors Ende, bis vorm letzten Kampf, vorletzten Kampf sehr, sehr knapp. Ich dachte, oh je, hoffentlich holt unser noch den Punkt, damit wir unaufholbar sind bei meinem Kampf. Deswegen konnte ich locker auf die Matte und einfach mein Bestes geben. Ich denke, insgesamt haben wir einfach um jeden Punkt gekämpft, aber die Weingartner auch. Also man kann hier wirklich sagen, zwei Mannschaften auf hohem Niveau, eigentlich beide Siege. Am Schluss muss halt einer gewinnen. Das waren wir zum Glück und ich freue mich sehr drüber. Wir wussten von vornherein, dass das heute ein Endkampf für uns wird. Und wir wussten auch, dass das ein harter Brocken wird, dass es kein Selbstläufer wird und dass wir nichts geschenkt bekommen. Und ja, leider Gottes, knappes Ergebnis, leider nicht zu unseren Gunsten. Ich kann keinem einen Vorwurf machen, ja. Die haben alle wieder ihr Bestes gegeben. Und give your best, wenn alle ihr alles geben, wem soll ich da jetzt rausziehen und sagen, du hast den Kampf verloren, ist Quatsch. Die haben alle gekämpft und wenn ich sehe, was heute alles hier auf der Matte passiert ist, wie viele Emotionen, wie viel Kampfgeist da waren, was hier wieder los war, ich kann mich nicht beschweren, ist alles in Ordnung. Man muss auch akzeptieren, wenn einer besser ist. Ispringen also auf dem besten Wege ins Finale gegen den VfK Schifferstadt. Dem dürfte das Ticket ohnehin nicht mehr zu nehmen sein. Germania Weingarten dagegen braucht jetzt schon ein kleines Wunder, um da doch noch mal vorne rein zu grätschen. 4 Punkte Rückstand auf Platz 2 und schon einen Kampf mehr bestritten als Ispringen. Also da müsste es mit dem Teufel zugehen, sollten die Weingartener die Ispringer von oben noch verdrängen. Vielleicht aber kann ja der ASV Nendingen sich da noch mit reinmogeln. Das sehen wir in unserer nächsten Sendung am kommenden Samstag um 12 Uhr. Dann mit den Highlights des Duells Ispringen gegen Nendingen. Ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei. Bis dahin, ciao. Die Deutsche Ringerliga wurde Ihnen präsentiert von der Werner Koch Maschinentechnik GmbH. Und der Meier Group Versicherungsmakler GmbH.